Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7 von Show and Play Minecraft. Und ja, wir haben heute hier eine ganz besondere Aussicht am Start, nämlich auf unsere frisch gebaute Brücke, die sich in der Zwischenzeit sogar ein bisschen verändert hat. Der letzte Stand war, dass wir das Holzgerüst gebaut haben und naja, jetzt ist das... jetzt ist die Brücke so gut wie fertig, würde ich mal sagen. Wir können gleich mal gucken, ob wir noch ein bisschen Feinschliff machen. Aber wir haben hier eine ganz schicke Brücke gebaut, wo wir auch unten durchfahren könnten mit einem Ruderboot. Vielleicht auch ein Test, den wir der ganzen Sache auch noch unterziehen können. Und ja, der Tag beginnt, die neue Aufnahmesession beginnt mit einem Schläfchen, das wir uns erstmal zugute tun werden. Deswegen gute Nacht und bis gleich. Guten Morgen allerseits. So, die wunderbare Sonne geht auf. Ich bin immer noch begeistert von den neuen Shader-Effekten, aber das werdet ihr vermutlich auch schon zum 30. Mal gehört haben. Ja, hier unsere neue Brücke. Und die sieht, das Dach sieht ein bisschen klobig aus, aber an für sich finde ich es gar nicht schlecht. Sieht eigentlich besser aus von unten wie von oben. Deswegen gehen wir jetzt mal runter und schauen uns mal die Brücke nochmal von unten an. Und dann werden wir heute ein ganz besonderes Experiment machen, denn ich würde gerne heute mal versuchen, unser Dorf, unsere Welt, Welt 25, etwas zu bevölkern. Und ich merke gerade, ich habe vergessen, den Timer einzuschalten. Deswegen mal kurz Handy raus und Handy raus, WhatsApp auf, beziehungsweise Uhrzeit, und dann machen wir hier mal... eine Stunde und 15 Minuten. Das sind dann genau 5 Folgen. So, und wenn das piepst, dann weiß ich, es geht weiter. Und weiter geht's hier auch in unserer kleinen schönen Welt. Wo wir echt ein bisschen schon was bewegt haben hier. Und ihr seht schon, so sieht das Ding aus. Gefällt mir von unten, wie gesagt, ein bisschen besser wie von oben. Ja, ich denke mal, wir werden jetzt hier vermehrt Dinge mit Holz bauen, um so ein bisschen so eine Art Venedig-Style oder so zu machen. In unserem Dörfchen drüben haben wir ja sehr viel mit Stein gearbeitet und ich finde, ein bisschen Abwechslung muss sein. So sieht unsere Brücke von oben aus. Ja, funktioniert auch gut. Und ja, dann können wir eigentlich mal, ist jetzt Zeit hier mal... Wow, ach so, ja, wir sind hier in so einem Special-Mode, deswegen ein Schlag, ein Treffer, wie ihr hier seht. Wir sind im Creative-Mode gerade, weil ich würde nämlich gerne heute ein bisschen was tun. Naja, Creative-Mode ist eigentlich nicht so mein Ding, aber jetzt bekommen wir hier auch mal so ein bisschen eine Übersicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gemacht habe. So sieht unser Dorf aktuell aus. Ist eigentlich noch ganz klein und süß und verschlafen auch so ein bisschen. Den hässlichen roten Turm, den roten Steinpimmel müssen wir mal entfernen. Aber ich würde gerne heute versuchen, hier mal ein bisschen die Geschichte zu bevölkern und habe mir dazu, wollte ich eigentlich, oh Gott, wie komme ich hier wieder runter? So, Gott sei Dank habe ich noch den Knopf getroffen. ein paar NPCs ins Dorf zaubern. Denn wir haben hier so verschiedene Spawner und ich fände es ganz interessant, da mal ein bisschen was mit auszuprobieren. Da können wir nämlich Villager spawnen, zum Beispiel Pferde können wir spawnen, Ozelote, von denen wollen wir nicht ganz so viele haben, aber wir könnten, wenn wir wollten, wir könnten Pferde, Pilze spawnen lassen, was großartig ist. Und ja, also hier werde ich jetzt einfach mal versuchen, über diese Methode wieder ein paar Villager hier ins Dorf zu kriegen, weil die waren plötzlich weg. Also ganz am Anfang unserer Aufnahmesession waren die noch da und dann waren die weg. Und ja, fand ich sehr traurig und ich finde, ich möchte das eigentlich nicht so sehr über einen eine Extension machen, sondern dann über das hier. Also wir haben hier Villager und wir testen das jetzt einfach mal, was wir hier für Leute haben. Hallo, Herr Nasenmann. Kann man die irgendwie programmieren oder so?
Oh. Sieht nicht so aus. Das wäre natürlich auch zu schön gewesen. Oh. Was haben wir denn da für einen kleinen Mann? Hallo? Ein Kind? Hallo? Wer bist du? Du siehst aus wie ein Priester. Ja, die laufen hier schon eifrig rum, die Leute. Wir folgen mal Guten Tag, hallo? Schöne Aussicht genießen. Gut. Ja, das werden wir jetzt einfach mal experimentieren. Und wenn die, naja, wenn die nerven oder so, dann können wir die ja wieder entfernen. Aber ich finde, ein bisschen Leute hier zu haben, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Gerade hier auf dem Marktplatz wünsche ich mir eigentlich, dass einfach ein bisschen Leute am Start sind, damit das ein bisschen voller wird. Jetzt gucken wir mal. So ein bisschen so ein Gesinge hier, ne? So eine Art Chor, das die hier bilden. Sind natürlich nicht so die wahnsinnig abwechslungsreichen Leute, sehe ich gerade. Können wir mal einen Creeper spawnen, dann ist die Sache schneller erledigt. Oder einen Enderman. Eine Kuh, Hühnchen, ein Squid. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich will es auch nicht ausprobieren. Sonst passieren mir wieder Dinge. Was haben wir denn hier? Tools. Combat. Brewing. Materials. Also der Creative Mode ist natürlich auch sehr verlockend, muss man sagen. Dann werden wir es natürlich nur nutzen, um hier mal... Wow. Um hier eben, wie gesagt, unsere Villager zu haben. Und ich würde auch mal sagen, wo sind die jetzt alle hin? Laufen die jetzt rum? Wir können noch ein bisschen hier unten ein, zwei Leute verteilen, damit da wieder so... Gehen die durch die Türen rein und raus? Hab ich doch gerade gehört, oder? Naja, auf jeden Fall sollten sie nicht unsere Ernte zerstören. Hier können wir eigentlich einen reinpacken. So. Alter, bleibst du drin oder was? Rein mit dir. Klappt schon mal super. Der ist natürlich gleich wieder abgehauen. Wo ist er hin? Nein, die stehen alle im Feld und trampeln alles kaputt. Das kann ja auch nicht wahr sein. Okay, tja. Wie gesagt, die stellen wir jetzt einfach mal so ein bisschen hin und gucken mal, was passiert, wo die uns begegnen. Die kann man also auch ins Wasser packen. Sehr lustige Geschichte. Unser Restaurant braucht natürlich auch ein paar Besucher. Beziehungsweise überhaupt auch erstmal einen Wirt. Den können wir gleich mal hier hinpacken. So, guten Tag, Herr Wirt. Zack. Und haut gleich mal ab. Das ist ja abgefahren. Wohin gehst du denn? Wenn ich jetzt da oben einen reinpacke, rennt er dann auch gleich raus. Tatsache, warum machen die das? Haben die Angst, oder wie? Aber gleich weg. Da. Wir verfolgen den jetzt mal ein bisschen. So, wo geht's hin? Ich glaube, die mögen einfach beieinander sein irgendwie. Sehr abgefahren. Na gut, dann würde ich mal sagen, hier hoch in die Bibliothek packen wir ein paar Leute. Auch auf die Gefahr hin, dass die ja gleich wieder abhauen. Aber hier müssten sie ein Knöpfchen drücken. Mal gucken, was passiert. Ah, okay. Hier sind sie sozusagen gefangen. Da haben sie keine Möglichkeit zu fliehen, aber sie versuchen es. Hier, da. Sehr gut. Also das finde ich jetzt schon mal sehr sympathisch. Bleiben wir auf jeden Fall hier drin. Der hier sieht auf jeden Fall so ein bisschen aus wie der Professor, der hier nach den neuesten Errungenschaften in der Bibliothek schaut. Und ja,
Scheinbar aber schon ein bisschen nervös, die Jungs hier. So, dann hauen wir gleich mal ab. Huhu. Bleibt mal schön da drin. So. Was ist das denn hier? Zack. So. Dann würde ich hier hinten auch noch jemanden hinstellen. Auf die Gefahr hin, dass er gefressen wird. Aber auch der läuft auffälligerweise gleich mal in eine Richtung. Erstaunlich. Und da hinten stehen sie im Feld. Das ist natürlich auch nicht Sinn der Einrichtung gewesen. Nun gut. Die Sonne geht gleich wieder unter. Da werden wir auch gleich mal ein Schläfchen machen. Und ja. Hier wird also ordentlich gequatscht. Ja, wunderbar. Da hat doch zumindest so ein bisschen hier die Initiative Früchte getragen. Wir können hier oben in das Stockwerk noch ein paar Leute reinpacken. Vielleicht gerade hier so auf. Ich glaube, die laufen immer erstmal irgendwo hin, ne? So. Dann packen wir hier noch einen hin. Auf die Gefahr. Okay, auch erstmal hier runtergesprungen. Auf die Gefahr hin, dass sie von Monstern gefressen und Creepern gefressen werden. Aber so ist das halt, wenn man ein einfacher Dorfbewohner ist. Da wird man gerne mal von einem Werwolf gefressen. Aha, Versammlung im Rathaus. Sehr schön. Ich glaube, die haben alle Schiss, ne? Machen die Tür wieder zu. Interessant. Sind jetzt alle irgendwo in einem Haus drin? Ne, hier nicht. Aber hier versucht, glaube ich, jemand reinzukommen. In der Tat. Kommt hier jemand raus? Nein. Gut, wir werden jetzt aber mal, nachdem wir dieses Ei wieder mitgenommen haben, schlafen gehen. Denn ich habe keine Lust, nachher dem einen oder anderen Creeper zu begegnen. Aha. Wow, hier ist aber was los. Wunderbar, okay. Ja. Okay, dann habe ich neue Mitbewohner. Eigentlich müssten wir dann für die auch mal ein paar Betten aufstellen. Und ich würde sagen, wir beenden diesen Mode. Und so, Game Mode changed. Oh. Der Pro Gamer hat wieder zugeschlagen. Game Mode 1. Immer noch nicht. Was mache ich gerade falsch? Ach so. You don't have the permission. Ist klar. Okay, dann machen wir das. Start LAN World. Und nochmal von vorne. Game Mode 0. So. Game Mode updated. Und alles wieder beim Alten. Wunderbar. Dann kann es weitergehen mit unserer schönen Session. Wir haben ein paar Einwohner. Fühlen uns schon nicht mehr so einsam. Wunderbar. So. Ja, was bauen wir als nächstes? Wir haben hinten unsere Brücke fertiggestellt. Damit können wir jetzt bald dann auch da hinten den Hafen anfangen. Aber vorher würde ich eigentlich noch sehr gerne noch ein bisschen uns um unsere Kühe kümmern. Die haben wir mal ordentlich geschlachtet. Und da müssen wir mal wieder auf Fütterungsaktionen gehen. Deswegen werde ich jetzt erstmal... Oh, guck mal, ich habe immer noch... Den... Habe ich immer noch. Egal. Können wir jetzt eigentlich gleich mal... Tja, Entschuldigung. Ein bisschen ernten. Damit wir wieder neue... Kühe züchten können. So.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, wie ihr die Gamescom, sage ich schon, wie ihr den Webvideopreis überlebt habt. Habt ihr irgendeinen angeschaut oder nicht?